Wer sich bei der Polizei Österreich bewerben möchte, der muss eine Aufnahmeprüfung durchlaufen. Diese Aufnahmeprüfung besteht aus unterschiedlichen Bereichen und Aufgabentypen. Und das Ergebnis dieser Prüfung ist im Bewerbungs- und Aufnahmeprozess der Polizei Österreich sehr wichtig. Es entscheidet mit, wer zu einem persönlichen Termin bei der Polizei eingeladen wird und in die engere Auswahl kommt. Wenn du vorhast, dich bei der Polizei Österreich zu bewerben und wenn du eine ernsthafte Chance auf eine Einstellung haben willst, dann solltest du dir dieses Video ansehen. Die Aufnahmeprüfung ist ein fester Bestandteil des Aufnahmeverfahrens der Polizei Österreich. Nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, werden die eingereichten Unterlagen gesichtet und interessante Kandidatinnen und Kandidaten werden dann angeschrieben. Wer also die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Einstellung bei der Polizei Österreich erfüllt, wer ein aussagekräftiges Anschreiben und einen Lebenslauf eingereicht hat, der ist dann auch schon in der engeren Auswahl und kann damit rechnen, für diesen Test eingeladen zu werden. Bevor die Kandidatinnen und Kandidaten zu einem persönlichen Termin eingeladen werden, ist sozusagen davor noch dieser Test zu bestehen. Aber was muss man für die Polizeiaufnahmeprüfung eigentlich wissen? Die Fragen in diesem Test kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Sehr wichtig im Test ist der Bereich Rechtschreibung und Grammatik der deutschen Sprache. Hierzu erwarten dich unterschiedliche Aufgaben und das ist wirklich in jedem Jahr ein gesetzter Bestandteil dieses Tests. In Texten oder auch in Grammatikaufgaben musst du deine Kenntnisse der deutschen Sprache unter Beweis stellen. Du musst Rechtschreibfehler erkennen, Texte verfassen oder korrigieren können und beispielsweise in einem Satz richtig die Zeichen setzen können. Im Test erwarten dich außerdem Aufgaben und Fragen zu mathematischem Verständnis, zum logischen Denken oder zum Konzentrationsvermögen. Ich habe dazu eine Präsentation aufgebaut und ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Gehen wir jetzt einige typische Übungsaufgaben durch, wie man sie auch in der Aufnahmeprüfung der Polizei Österreich findet. Wir üben jetzt gemeinsam mit Beispielaufgaben aus dem Online-Trainer von Plakos. In dem Test, den wir jetzt machen, geht es um die Rechtsordnung Österreichs. Und dieses Wissen ist natürlich sehr wichtig für die Aufnahmeprüfung, ein typischer Bereich, wie er immer vorkommt. Beginnen wir mit Frage 1. Was besagt der Stufenaufbau der Rechtsordnung in Österreich? Wir können hier eine oder auch mehrere Antworten auswählen. Sind es übergeordnete Normen, müssen sich nach den unterstehenden Normen richten? B. Die oberste Stufe nimmt unter anderem die Bundesverfassung ein. C. Gesetze und Verordnungen müssen höherwertigen Normen wie beispielsweise der Verfassung entsprechen. Oder D. Einfache Bundes- und Landesgesetze sind der Verfassung untergeordnet. Notiere dir einfach mal eine Lösung. Wie würdest du mit dieser Frage umgehen im Test? Ich zeige dir die Lösung dazu. In 3, 2, 1. Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten, die korrekt sind. Es ist C und D. Der Stufenaufbau bedeutet, Gesetze und Verordnungen müssen höherwertigeren Normen entsprechen. Und gleichzeitig bedeutet es, einfache Bundes- und Landesgesetze sind der Verfassung untergeordnet. Frage 2 lautet folgendermaßen. Wir haben eine offene Frage. Wir müssen auswählen, welche Antwort oder auch mehrere Antworten hier korrekt sind. Es geht also um die Arbeitsweise der Richter. A. Richter führen ihre Arbeit unabhängig durch. B. Richter können Entscheidungen von staatlichen Stellen, wie zum Beispiel Landesregierungen, nicht überprüfen. C. Richter sind an Weisungen des Präsidenten ihres Gerichts gebunden. Oder D. Richter entscheiden nur anhand der Rechtsordnung. Mach dir dazu gerne auch deine Gedanken und du erhältst von mir jetzt die Lösung in 3, 2, 1. Und tatsächlich sind es mehrere Antworten, die korrekt sind. A. Richter führen ihre Arbeit unabhängig durch. Das ist korrekt. Aber zugleich ist auch die Antwort D korrekt. Richter entscheiden nur anhand der Rechtsordnung. Jetzt springen wir zu Frage 9. Was bestimmt also die Verfassung? A.
Österreich soll in erster Linie eine parlamentarische Demokratie sein. B. Parlamente in Bund und Ländern sollen Gesetze beschließen. C. Parlamente in Bund und Ländern sollen die Regierung kontrollieren. Oder D. Den Bürgern werden bestimmte Möglichkeiten der direkten Beteiligung an politischen Prozessen gegeben. Du wirst es jetzt erfahren, denn ich veröffentliche wieder meine Lösung in 3, 2, 1. Wir sehen, es sind gleich drei Antworten korrekt. Die Verfassung bestimmt, dass Österreich in erster Linie eine parlamentarische Demokratie ist, dass Parlamente in Bund und Ländern Gesetze beschließen sollen und den Bürgern werden bestimmte Möglichkeiten der direkten Beteiligung gegeben. Die einzige Antwortmöglichkeit, die nicht korrekt ist, ist C. Parlamente in Bund und Ländern sollen die Regierung kontrollieren. Das ist falsch, das bestimmt nicht die Verfassung Österreichs. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Welche der folgenden gehören zu den wichtigsten Merkmalen eines Rechtsstaates? Wir können hier eine oder auch mehrere Antworten auswählen. A. Die Einhaltung der Gesetze wird kontrolliert. B. Gesetze dürfen die Grundrechte nicht verletzen. C. Gesetze dürfen die Menschenrechte nicht verletzen. Oder D. Gesetze müssen sowohl von Bürgern als auch vom Staat eingehalten werden. Eine oder mehrere Antworten sind korrekt. Ich veröffentliche dazu die Lösung in 3, 2, 1. Und es sind tatsächlich alle vier Antwortmöglichkeiten korrekt. Auch das kann sein. Es ist auch möglich bei diesen Fragen, dass wir alle Antworten ankreuzen können und auch alle korrekt sind. Nun geht es um die Gesetze Österreichs. Welche der folgenden Parlamente oder Organisationen beschließt denn in Österreich Gesetze? Eine oder mehrere Antworten sind wieder korrekt. A. Bundesrat. B. Die Landtage. C. Die staatlichen Verwaltungsbehörden. Oder D. Der Nationalrat. Auch hier zeige ich jetzt die Lösung in 3, 2, 1. Und natürlich ist es zum einen der Bundesrat und zum anderen Lösung D, der Nationalrat. Beide Antworten sind hier korrekt. Eine sehr wichtige Abkürzung im Rechtswesen, die Abkürzung B-VG, das sollte man wissen. Wofür steht diese Abkürzung? Ist es A, das Bundesversammlungsgesetz, B, das Bundesverfassungsgesetz, C, das Bundesverkehrsgesetz oder D, das Bundesverwaltungsgesetz? Und natürlich interessiert es mich auch sehr, wie ihr in diesen Fragen abgeschnitten habt. Schreibt dazu gerne unter dieses Video auch einen Kommentar, wie ihr hier die Antworten findet, wie schwierig die Fragen sind. Ich zeige euch jetzt wieder die Lösung in 3, 2, 1. B ist korrekt, es steht für Bundesverfassungsgesetz. Die letzte Frage in meinem Beispiel. Was besagt das republikanische Prinzip? Ein sehr wichtiger Begriff, den man kennen muss. Eine oder mehrere Antworten sind korrekt. Das sind also genau die Fragen, die nicht gerade zu den leichten Fragen zählen. Es könnte nur eine korrekt sein, es könnten aber auch alle vier korrekt sein. A. Die Funktionsperiode des Staatsoberhauptes darf zeitlich nicht begrenzt sein. B. Das Staatsoberhaupt darf weder rechtlich noch politisch zur Verantwortung gezogen werden. C. Die Funktionsperiode des Staatsoberhauptes muss zeitlich begrenzt sein. Oder D. An der Spitze des Staates steht ein gewähltes Staatsoberhaupt. Diese vier Möglichkeiten gibt es. Nun zeige ich euch die letzte Lösung zu diesem Beispiel. In 3, 2, 1. Zwei Antworten sind korrekt. Lösung C und Lösung D. Das republikanische Prinzip bedeutet, dass die Funktionsperiode eines Staatsoberhauptes zeitlich begrenzt ist und dass an der Spitze eines Staates ein gewähltes Staatsoberhaupt steht. Höchste Zeit also, darüber zu sprechen, was Plakos mit der Polizeiaufnahmeprüfung für Österreich zu tun hat. Plakos kann dich darauf nämlich online vorbereiten.
mithilfe des Online-Komplettpakets für die Polizei Österreich. In dem Online-Trainer enthalten sind Aufgaben zu allen Testbereichen, ob logisches Denkvermögen, mathematische Fähigkeiten, Konzentrationsübungen oder Aufgaben zu Rechtschreibung und Grammatik. Alle Bereiche werden damit abgedeckt und du findest genügend Aufgaben, um dich in jedem Bereich so lange zu trainieren, bis du dich darin sicher fühlst. Alle Informationen zur Online-Vorbereitung mit Plakos findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geh dazu gerne auf den ersten Link und sieh dir unser Online-Komplettpaket genauer an. Hast du jetzt noch eine Frage zur Aufnahmeprüfung der Polizei Österreich oder zu unserem Online-Trainer? Dann schreibe doch deine Frage gerne als Kommentar unter dieses Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf deinen Daumen nach oben und wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst, denn hier erscheinen regelmäßig neue und interessante Videos zur Polizeiaufnahme in Österreich. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon einmal alles Gute für deine Aufnahmeprüfung, viel Erfolg bei deiner Bewerbung und ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis bald, gesund bleiben, dein Lukas.